Sie schauen die News auf TVO. Er muss vorläufig nicht ins Gefängnis und bleibt auf freiem Fuß. Das Kreisgericht Rheintal verdonnert heute der ehemalige Gemeindepräsident von Bernig zu einer ambulanten Therapie. Die unbedingt Freiheitsstrafe von einem Jahr wird aufgeschoben. Der AZ hat mehrere hundert Kinder pornografische Bilder und weitergegeben. Dazu hat er seine Folterfantasien in Chatforen freien Lauf lassen. Dominik Ledergerber. Heute Morgen, kurz vor 11:30 Uhr, der AZ verlor das Kreisgericht Rheintal quasi als freier Mann. Schuldig gesprochen wird er im abgekürzten Verfahren, weil er im Vornherein mit dem Strafmass einverstanden ist, das die Staatsanwältin fordert. Er zeigt sich ruhig und gibt ohne Zögern zu, was er zwischen Dezember 2012 und August 2014 gemacht hat. Der ehemalige Bernecker Gemeindepräsident und Vater von zwei Töchtern ist im Besitz von mehreren hundert pornografischen Bildern und Videos von Mädchen im Alter zwischen 3 und 7. Zu diesen Dateien onaniert der AZ und filmt sich dabei. Er verbreitet das Material aber auch weiter. Dazu lässt er seine Sex- und Folterfantasien in geheimen Chatforen freien Lauf. Die folgenden Aussagen sind im Vergleich zu anderen Passagen aus der Anklageschrift harmlos. Ich träume schon sehr, sehr lange davon, zusammen mit einem Mann auf die Jagd zu gehen und ein kleines Spielzeug zu fangen. Ich lese Geschichten, in denen Mädchen ganz übel gefoltert werden, und es erregt mich unsagbar, und ich träume davon, es selber tun zu können. Ich will den Schrecken in ihren Augen sehen und ihre Angst riechen. Ich habe das Mitleid schon sehr lange aus meinem Herzen verbannt. Für seine Vergehen kassiert der AZ 1 Jahr Gefängnis. Wenn er die Strafe antreten muss, ist aber noch offen. Sie wird aufgeschoben zugunsten von einer langfristigen ambulanten Therapie mit Bewährungshilfe. Das heisst, der AZ ist auf freiem Fuß. Wegsperren will die Staatsanwältin nicht. Wenn jemand in Freiheit ist, dann kann man sehr viel eher beobachten, ob man sich auch an die Regeln hält, ob man auch eben ohne Rückfall hier das weitere Leben gestaltet. Wenn jemand im Gefängnis ist, dann kann man das nur sehr schlecht beobachten. Dazu sagt der AZ nicht vorbestraft. Auch im Gerichtssaal verhält er sich mustergültig. Von den beiden Gesichtern des AZ hat man heute vom Kreisgericht Rheintal nur das eine gesehen, nämlich das vom reuigen Familienvater, vom gefallenen Gemeindepräsident, der ruhig und freundlich auf die Fragen vom Gerichtspräsident antwortet und wo es im Schlusswort auch noch ein paar Tränen vergüsst. Das Gesicht der Bestie, wo kleine Mädchen in einen Wald locken, sich dort an ihnen vergehen, sie foltern und sie schlussendlich dann auch noch umbringen, das Gesicht hat der AZ heute nicht gezeigt. Zum Abschied gibt der Richter dem AZ mahnende Worte mit auf den Weg. Neben der Therapie tretet der ehemalige Gemeindepräsident von Bernegg im September seine neue Arbeitsstelle an. Wo das ist nicht bekannt.